Hallo, hier ist Christoph von Taptech.de und das ist unser Hands-On mit dem neuen Huawei Ascend Mate 2 4G. Das ist der Nachfolger des ersten Huawei Ascend Mate und wie man sieht, ist das Gerät etwas kleiner geworden. Wir haben hier eine tatsächliche Größe bzw. ein Verhältnis zwischen Display und Baugröße von 79%, was schon auch im Vergleich zur Konkurrenz sehr gut ist. Und wir haben trotzdem wieder ein neues 6,1 Zoll Display. Und wie ihr sehen könnt, ich kann das Gerät eigentlich trotzdem noch ganz gut in der Hand halten. Es ist auch relativ flach. Allerdings haben wir auf der Rückseite wieder dieses glossy Kunststoff und fühlt sich daher sehr rutschig an und nicht ganz so hochwertig. Eher so wie die älteren Samsung-Geräte und fast sogar noch ein bisschen rutschiger. Dennoch haben wir hier einige sehr interessante Features. Aber gehen wir erstmal von den technischen Daten her. Wir haben hier einen Qualcomm-Prozessor, einen Quad-Core-Prozessor mit 1,6 GHz. Dann haben wir auch hier, glaube ich, 2 GB Arbeitsspeicher. Android 4.3 mit dieser Emotion UI, wo wir keinen App-Drawer haben. Und dann haben wir auf der Vorderseite, ganz interessant, eine 5-Megapixel-Kamera. Und diese 5-Megapixel-Kamera ist einfach nicht nur eine 5-Megapixel-Kamera, sondern hier haben wir wirklich einen besseren Sensor verbaut, wo die Pixel rund 1,4 Mikrometer groß sind. Dann haben wir auch noch eine Blende von 2,4 und generell auch ein 88 mm Weitwinkelobjektiv, damit man auch sehr gute Selfies machen. Das ist ja quasi das Wort des Jahres 2013 gewesen. Hier habe ich dann auch einige Software-Features dabei, dass ich im oberen Bereich quasi mein Bild sehe und so mich dann besser abfilmen kann bzw. abfotografieren kann, dass ich auch wirklich direkt in die Kamera schaue und nicht immer aufs Display schauen muss. In weiterer Folge haben wir ansonsten einen 4050 mAh Akku integriert. Zusätzlich hat Huawei einige Verbesserungen in Bezug auf die Software gemacht bzw. generell auf die Energiesparmodus und auch bei den Komponenten so verbaut, dass man wirklich 2 Tage mit voller Performance mit dem Gerät arbeiten können sollte. Vom Display haben wir bei einem 6,1 Zoll Display eine HD-Auflösung. Das ist 1280x800x720. Mag man vielleicht denken, ja, bitte 6,1 Zoll, diese Auflösung. Aber wir müssen hier sagen, wir sind eigentlich überrascht. Hier hat man ein spezielles EHD-IPS-Display integriert und hier hat es verschiedene Optimierungen gegeben und hier sieht man fast gar nicht, dass das jetzt nur ein HD-Display ist. Ich würde sagen, auch im Vergleich zu meinem Nokia Lumia 1520, also diese Pixel, die Full HD, ist natürlich schon ein kleiner Unterschied hier, aber man erkennt das jetzt nicht auf den ersten Blick, dass das kein Full HD-Display ist und hier auch von den Betrachtungswinkeln bzw. von den Farben, es wirkt hier alles sehr kräftig. Hier hat Huawei wirklich einiges gemacht. Zusätzlich haben wir natürlich auch LTE Cat 4, das heißt bis zu 150 Mbit, Bluetooth 4.0 LE und dann auch Wi-Fi 802.11 mit APGN und AC, also auch schon die neuesten Standards, alles mit dabei. Was auch sehr interessant ist, ist dank des guten Akkus, dass man hier ein Feature hat, das heißt Reverse Charge, das heißt man kann mit dem Smartphone ein anderes Smartphone laden. Also wenn wir hier zum Beispiel ein Ascend Mate haben, könnten wir damit ein anderes iPhone 5S laden. Dazu gibt es dann ein eigenes Ladekabel. Auch ein sehr interessantes Feature hier, das Huawei bietet. Vielleicht ist kein Hohn gegen die Konkurrenz. Die rückwärtige Kamera bietet übrigens 13 Megapixel, das ist der Sony-Sensor mit einer Blende von 2.0 und hier haben wir dann auch noch einen LED-Blitz integriert. Generell macht das Gerät einen guten Eindruck, bis auf der Verarbeitung. Hier hätten wir uns vielleicht ein besseres Material gewünscht, beziehungsweise das nicht so glossy ist. Wir schauen hier auch, wir können hier die Rückseite abnehmen. Hier haben wir noch den MicroSD-Slot und den Micro-SIM-Slot. Dann kann man das wieder zusammengeben. Preis ist leider momentan noch keiner bekannt, dürfte aber wahrscheinlich gleich im 400-Euro-Bereich liegen, so wie wir das beim ersten Huawei Ascend Mate gehabt haben. Das war es erstmal mit dem ersten Hands-On des Huawei Ascend Mate 2 4G hier aus Las Vegas von der CES. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.